Aktivkohlefilter. Wie oft höre ich das? Aktivkohlefilter. Und diese Aktivkohle, ja, schau mal, die kann man sogar kaufen. Und das ist ja für jeden Filter und Aktivkohlefilter. Und jetzt muss ich was sagen. Aktivkohlefilter, das ist zwar nicht ganz richtig, aber auch nicht ganz falsch. Und wenn du wissen willst, was das bedeutet, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann. Schön, dass du dabei bist. Und heute bin ich nicht allein, sondern ich habe die Manuela Keiner mitgebracht. Und die Manu, die arbeitet bei uns im Team mit, im Mentoring-Team, nämlich für Kräuterpädagogik und für unsere Survival-Training-Ausbildungen. Und Manu, magst du ganz kurz sagen, warum du befähigt bist, über Aktivkohle und Wasserfiltern irgendwas zu erzählen? Ja, ich bin Biochemikerin, ursprünglich hauptberuflich und habe dann den Job eben gewechselt, weil ich lieber draußen arbeiten möchte und so. Aber ich bringe da durchaus das Fachwissen mit, um euch erzählen zu können, was so ein Aktivkohlefilter kann und was nicht. Und das Schöne dabei ist, die Manu ist ja auch diejenige, mit der ich immer diese wunderschönen Bücher hier mache, wie zum Beispiel das Haltbarmachbuch, da kommen wir dann nachher auch gleich dazu. Aber jetzt zu Aktivkohle. Ich habe jetzt hier Original von Katadyn für den Wasserfilter, für den Katadyn-Wasserfilter. Ich habe das aufgemacht, schau mal her, da habe ich jetzt die Aktivkohle. Und wir kriegen sehr viele Anfragen und da sagen Leute, Aktivkohlefilter, Aktivkohlefilter. Und immer, Manu, wirklich, immer wenn ich das lese, dann zieht es mir so ein bisschen die Falten zusammen, meine Falten zusammen, weil Aktivkohle natürlich auch eine gewisse Filterwirkung hat, aber eigentlich ist es kein Filter. Ja, na, Aktivkohle wird gern auch als Vorfilter verwendet, aber da werden nur grobe Partikel abgehalten. Da könnte man genauso gut irgendwie einen Schwamm oder ein Taschentuch oder eine Socke oder irgend sowas verwenden oder ein Oder Hemd ein oder durchgeschwitztes was auch Hemd. immer Oh! man hat. Ja, Genau. ein Das durchgeschwitztes Hemd. hat den gleichen Effekt. An und für sich ist es so, dass bei der Aktivkohle die Stoffe, die man herausbekommen möchte, angelagert werden. Also das ist auch nicht so etwas wie eine Bindung. Bindung wäre auch nicht ganz korrekt. Anlagern wäre das Richtige. Also es passiert ein Absorbieren. Genau, das ist jetzt der Fachausdruck dafür. Oh, das klingt doch großartig. Also, liebe Leute, groß und klein, Aktivkohle, wenn du jetzt so eine Aktivkohle hier hast, das kannst du billige Eigenwerbung natürlich auch bei uns im Shop kaufen, es ist ganz klar. Diese Aktivkohle hat eine Vorfilterwirkung, um schmutziges Wasser zu sauberem Wasser zu machen. Schmutziges Wasser, wo irgendwelche Partikel, irgendein Zeug herumschwimmt. Da geht es jetzt nicht um Keime, die dich krank machen oder auch nicht, sondern es geht nur um Dreck. Und das kann ich mit dem hier etwas vorfiltern. Das könnte ich damit tun. Aber das Wasser ist dadurch noch nicht automatisch sicher in Form von Filterung gemacht, sondern, Manu, du hast gesagt, durch Absorbieren, das heißt durch Binden. Ich weiß, das stimmt auch nicht ganz. Du bist da. Absorbieren, ja. Absorbieren, ja. Ich sage halt immer Binden dazu, aber ich bin halt auch, ich sage das so auf Survival-Trainer-Ebene, so halb richtig, aber trotzdem falsch. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt Aktivkohle hernehme, ob ich mir die jetzt selbst aus dem Lagerfeuer zusammenstampfe oder fix fertig kaufe, es ist immer so, dass ich damit gewisse Sachen absorbieren kann, aber nicht alle. Das ist Punkt A. Und Punkt B, kriege ich eigentlich Bakterien und Viren mit dem heraus? Ja, das kommt ganz auf die Oberflächeneigenschaften der Stoffe, die man herausbekommen möchte, an. Ne? Also bei den Bakterien ist es schon so, dass einige dort hängen bleiben werden, aber nicht alle. Ne? Also man kann abreichern, aber es ist nicht so, dass das dann bakterienfrei unten rauskommt, ne? Wenn man jetzt nur einen Aktivkohlefilter verwenden würde. Die Bakterientoxine, die meisten Bakterientoxine, die haben Bindungs- oder Oberflächeneigenschaften, die wirklich sehr gut absorbieren an der Aktivkohle. Das heißt, die kriegt man recht gut raus damit. Halt auch nur eine begrenzte Menge, weil wenn der Filter voll ist, dann ist er voll und dann kann sich nichts mehr anlagern. Dann passiert eher das Gegenteil, dann rutscht das, was sich angelagert hat, wieder mit runter mit dem nächsten Wasserschub, den man durchschickt. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich an die Herstellerangaben haltet. Also wenn da drauf steht, 5 Liter Wasser kannst du filtern damit, dann würde ich nicht das dreckigste Wasser nehmen und 5 Liter Wasser filtern, sondern ein eh halbwegs sauberes. Das hast du jetzt schön gesagt, da steht nämlich jetzt von Katadyn maximal 200 Liter mit dieser alles, also nicht das, was ich in meiner Hand habe, sondern Ja. alles 200 Liter und maximal 6 Monate Dauergebrauch.
Weil wahrscheinlich auch durch die, wenn ich das länger in dem Filter oder in dieser Kapsel drinnen habe, da gibt es ja unterschiedliche Varianten von Katadyn. Entweder hast du einen Kombifilter drinnen oder eben diesen Filteraufsatz. Das gibt es natürlich billige Eigenwerbung auch bei uns im Shop, aber das ist gar nicht der Punkt. Wenn ich das länger drinnen habe und einmal durchgepumpt habe, nach 6 Monaten ist das auch auszuwechseln. Warum? Ja, das hat verschiedene Gründe. Erstens mal könnte man sich wirklich schon in diesem Sättigungsbereich befinden, also dass die Oberflächen komplett vollgelagert sind mit deinen Stoffen, die du herausbekommen möchtest. Und der zweite Grund ist der, irgendwann einmal bilden sich da auch dann mikrobiologische Filme, ne? Also Bakterien, Schimmelpilze, Hefen und so Dinge setzen sich dann oben irgendwo dran und fangen da an halt zu leben und zu wachsen. Und das will man auch nicht haben, weil dann ist der Filter an und für sich sowieso schon wirkungslos, weil er ja dann das binden müsst, was die produzieren und so weiter. Ja, na, macht ja nichts. Das heißt, an diese Herstellerangaben, die machen das nicht, um mehr Geschäft zu machen, sondern weil sie sicherstellen wollen, dass die Leute, die das anwenden, keine Probleme kriegen. Genau, reine Sicherheitsgründe, ja. Ja. Okay. Das Problem ist aber, ich weiß es nicht, ich habe kein Feedback. Das heißt, ich weiß eigentlich nicht, ich muss wirklich mitzählen, 200 Liter, da jetzt in dem Fall. Weil, und das sind ja auch nur Durchschnittswerte. Also die nehmen halt ein durchschnittlich verschmutztes Wasser. Also sagen wir mal, in deiner Gemeinde gibt es irgendwie eine undichte Stelle im Wasserwerk und da dringt irgendwie Oberflächenwasser mit ein und es ist leicht verschmutzt. Dann funktioniert das sicher recht gut mit diesen Durchschnittswerten, die auf den Filtern Medien angegeben sind. Wenn du jetzt aber, weiß ich nicht, neben einem Feld, das gedüngt und gespritzt worden ist, ein kleines Acherl laufen hast und dort Wasser sammelst, dann würde ich mich weit darunter anordnen, weil er da viel mehr drinnen ist, als die in ihren Durchschnittsangaben mit einberechnet haben. Das ist das Blöde an der ganzen Sache, dass man im Labor, also im Labor früher, wir haben das kontrollieren können. Wir haben halt hinten einfach gemessen, ob das Wasser noch sauber rauskommt oder nicht. Das können wir zu Hause jetzt aber alle nicht machen. Wir müssen mit diesen Durchschnittswerten uns da irgendwie so ein bisschen durchschiffen. Ja. Okay. Das heißt, für uns im Outdoor-Bereich und auch für Krisenvorbereitung, also alle, die mit Aktivkohle arbeiten wollen, es ist eine sehr schwammige Sache. Das heißt, es ist nicht so einfach, es ist keine Fire-and-Forget-Lösung. Ja, also wenn man weiß, das Wasser ist an und für sich eh fast sauber, dann kann man sich wirklich an das halten und das so durchziehen, wie es draufsteht. Aber gerade in einer Krisensituation, denke ich, hat man es oft mit wirklich stark verschmutztem Wasser zu tun und da ist es sicher nicht unbedingt die Ideallösung, ja, wie du sagst. Ja. Du sagst verschmutzt immer wieder und da frage ich mich immer, was bedeutet das? Was kann ich mit Aktivkohle eigentlich binden? Also absorbieren, Entschuldigung. Ja, ich fange gleich andersherum noch an, weil sehr viele Anfragen kommen zu mir auch immer wieder, ob man Nitrat und Nitrit und Ammonium herausfiltern kann, weil das ja so ganz klassische Stoffe sind, die auch an gespritzten Feldern, also wo halt gedüngt wird und so, zu finden sind in den Wässern, in den Oberflächenwassern. Und das geht leider nicht. Also die kann man leider nicht herausfiltern. Was gut zu filtern geht, ist Chlor. Deswegen haben ja auch viele direkt am Wasserhahn dann noch einen kleinen Aktivkohlefilter, wenn die Gemeinden sehr, sehr chlorhaltiges Wasser anbieten. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast bei Bekannten oder so. Manche haben Angst vor dem Chlor, weil sie es nicht trinken wollen und geben halt dann eben diese Aktivkohlefilter direkt an den Wasserhahn unten dran. Ja, dann, was geht noch gut zum Binden? So Geschmacksstoffe, also Huminsäuren, also wenn so Blätter verrotten im Wasser oder so und das Wasser dann halt irgendwie so komisch schmeckt, sowas kriegt man super heraus. Die meisten Spritzmittel, also die meisten Bakterizide, Fungizide und solche Sachen, kann man auch gut herausfiltern, aber auch nicht alle und nur zu einer begrenzten Menge halt wieder. Ne? Wobei man da auch wieder nicht weiß, wie viel habe ich jetzt schon belegt von der Oberfläche und wie viel ist noch frei. Also man ist immer im Blindflug ein bisschen unterwegs. Ne? Ja, ich... Ja? Nur ganz kurz, merkt ihr das, was du sagen wolltest? Das heißt, ich fasse jetzt für mich zusammen. Eigentlich das, wo wir auch häufig... Bei den Survival Trainings kommt die Frage immer mit den Düngemitteln. Also jetzt nicht Spritzmittel, sondern Düngemittel. Weil die werden ja überall eingesetzt. Ja? Nitrit, also Nitrat, ja, was Pflanzen extrem gern haben zum Wachsen, für uns irgendwie auf Dauer und Nitrit sowieso ganz fürchterlich ist, kriege ich mit dem fix nicht raus. Das heißt, der absorbiert das nicht. Das geht einfach durch. Genau, ja. Das ist aber traurig. Leider, das wäre total cool, aber so ist es halt.
Das heißt auch, Wasser abkochen hilft mir dagegen nicht. Es hilft mir die Steripen dagegen nicht. Es hilft mir die Chlortablette dagegen nicht. Es hilft mir Aktivkohle dagegen nicht. Da bin ich urarm. Nicht einmal der Filter, der normale Outdoor-Filter. Ich meine, klar, mit Umkehrosmose kann man viel tun, aber der normale Outdoor-Filter kann das auch nicht rausnehmen. Nein. Können wir eigentlich als einen dieser Lernpunkte von diesem Video jetzt gleich eines sagen? Gedüngte Felder, Wasser kommt rein und du saufst es unten raus, kann auf Dauer unangenehm werden. Gut, ich nehme das so zur Kenntnis leider. Was wolltest du noch sagen? Entschuldige, ich habe dich da jetzt unterbrochen. Ja, zum Nitrat und Nitrit wollte ich aber jetzt ganz gern noch was sagen, ganz kurz, wenn das okay ist für dich. Ja. Und zwar ist es ja so, wir nehmen mit unserer Nahrung jetzt im industrialisierten Bereich sehr, sehr viel Nitrat und Nitrit auf, wenn wir Wurst essen, Speck essen, Cavernosis und all diesen Dingen. Da sind natürlich Grenzwerte angegeben, aber wir essen davon sehr, sehr viel mehr, also im Durchschnitt gesehen jetzt, als es eigentlich gut wäre für unsere Nieren und unser System. Und wenn man jetzt draußen unterwegs wäre und hat einen guten Filter mit, der aber nur nicht in der Lage ist, Nitrat und Nitrit zu entfernen, dann könnte man dieses Wasser ruhig einmalig trinken, bevor man nicht mehr nach Hause kommt, weil man verdurstet oder so. Weil der Körper eh einiges aushält. Für eine Dauerlösung ist es aber natürlich nicht geeignet. Ne? Also wir halten schon einiges an Nitrat und Nitrit einmalig aus. Eine Dauerlösung ist es aber dann doch wieder nicht. Das wollte ich noch zum Nitrat und Nitrit sagen, dass die an und für sich die Belastung durch die Nahrung, die wir aufnehmen, eh schon sehr, sehr groß ist in Wirklichkeit. Verstehe. Im Vergleich zu dem, was man im Wasser findet. Verstehe. Das heißt, es kommt wieder so in die Art von Homöopathie. Das heißt, wenn, und die Menge macht das Gift, laut Paracelsus, genau. Ne? Der sagt, okay, wenn ich das im Dauergebrauch habe, also wenn ich immer beim Feld unten, das Feld geht nach unten und da ist unten der Bach und ich trinke jeden Tag da raus, wird das auf Dauer wahrscheinlich mehr Nitrat und Nitrit in mich reinbringen, als wenn ich jeden Tag ein Salami esse. Ne? Ja. Ja. Aber ich weiß, auf was du hinaus willst. Also, ja. Kurzfristig kein Thema, aber auf Dauer schlecht. Da habe ich aber noch eine Frage. Und zwar, wenn ich meine Salami esse, dann steht da ja immer Natriumnitrit drauf. Das heißt, das ist mit Natrium, glaube ich, Salz, oder? Das ist ein Salz, genau. Ja. Ja. Wenn ich das miteinander kombiniere, ist das besser? Ah, warte, nein. Ich fange nochmal neu an. Wenn da drauf steht Natriumnitrit, also Nitrat und Nitrit, das ist immer eine Salzverbindung. Ne? Das kann man als Kaliumnitrit oder Natriumnitrit oder whatever vorfinden und verwenden. Und das bedeutet, das Nitrat oder Nitrit liegt als ein Salz vor, das dann eben gelöst im Wasser oder in der Wurst oder im Speck oder so dann wieder verwendet werden kann. Also dieses Natrium, das da dabei steht, da ist jetzt nicht Natriumchlorid gemeint, sondern eben diese Verbindung, in der das Nitrat und das Nitrit gefangen ist, also gebunden ist. Genau. Wenn man es in Kombination einsetzt, ist das gut für die Haltbarkeit bei Wurstwaren. Aber bei der Verstoffwechslung und beim Abbau im Körper und beim Ausscheiden im Körper hat das keinen Effekt eigentlich. Okay, alles klar. Also billige Eigenwerbung, haltbar machen, ja, das, ja, da passt das ganz gut dazu. Gut, das ist alles klar. Das bedeutet, kriegen wir nicht raus mit unserem Aktivkohle-Binde-Element-Absorber. Aktivkohle-Absorber, so nennen wir es ja bei unseren Trainings immer, funktioniert leider nicht so gut. Übrigens, noch eine billige Werbeeinschaltung. Die Manu und ich haben einen eigenen Online-Kurs zum Thema Wasseraufbereitung in Krisensituationen und Outdoor-Situationen gemacht. Und da wird das Thema Aktivkohle und viele andere Aspekte, die beim Wasser wichtig sind, durchgegangen. Gehen wir da unten den Link, schau dir das an. Denn wahrscheinlich, wenn du jetzt so lange schon das Video angeschaut hast, wirst du merken, und auch die anderen Videos von mir, dass das mit dem Wasser nicht so einfach ist, weißt? Bei einem Feuer machen, okay, das geht schon irgendwie, aber bei Wasser, da muss man auch was wissen. Verdammt, hätte ich im Chemieunterricht aufpasst. Gut, was kann ich mit Aktivkohle noch absorbieren, was so im Wasser herumkeucht und fleucht und schwimmt? Ja, Bakterien, Toxine sind gut abfangbar. Das setzt man ja auch im medizinischen Bereich ein. Also wenn man Durchfall hat, dann probiert man ja oft zu Hause einfach gleich einmal Aktivkohletabletten schlucken. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Und das funktioniert auch sehr gut. Bei großen Giftstoffmengen ist es natürlich erforderlich, dass man sich zu einem Mediziner begibt, weil die machen dann von oben und unten Einläufe, um die ausreichende Menge an Aktivkohle einzubringen, damit die große Menge an Giftstoffen von den Bakterien auch wirklich gebunden werden können. Da kann man sich dann zu Hause nicht mehr helfen. Okay. Ja, da möchte ich noch sagen, bitte auch,
wenn man das zu Hause verwendet, die Aktivkohletabletten, immer an die Packungsbeilage halten. Also da steht dann drinnen nicht mehr blutigen Durchfall und so, weil sonst kann es zu Schädigungen kommen. Also ja. nicht einfach so einwerfen, sondern vorher nachlesen, ob es okay ist. Schwermetalle? Ja, bei den Schwermetallen ist es so, da kommt es darauf an, in welcher Form die vorliegen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir Blei, wenn das elementar vorliegt, also nur das Blei alleine als einzelnes Ding, dann rutscht das einfach durch. Wenn das irgendwie ein größeres Fetzerl ist, also viele zusammen, dann kann es sein, dass es hängen bleibt aufgrund der Größe. Da ist es aber dann eher schon wieder sowas wie eine Filterwirkung, keine Adsorption mehr. Ja. Also die gehen leider durch, ja. Sehr deprimierend. Übrigens. Ja, schade, gell? Die Mano hat eine eigene Checkliste gemacht, ja, ein eigenes Dokument, das du dir runterladen kannst. Komm in den Shop, ich gebe da unten den Link. Weil das ist auch Teil von unserem Haltbar-Mach-Buch. Ja, da ist das auch mit dabei, Wasser haltbar machen. Und da ist Aktivkohle ein Teil. Wenn du das Buch schon gekauft hast, keine Sorge, du kriegst sowieso dieses neue Kapitel, das wir da gemacht haben, zugeschickt. Und wenn du es noch nicht gekauft hast, dann hol dir das Buch, dann hast du auch alle Informationen mit dazu. Ja, das ist super. Ich habe noch eine Frage. Du weißt ja, ich stehe auf Multifunktionalität. Das bedeutet, wenn ich mir jetzt Katadyn, die hier, diese Aktivkohle-Sackerl-Kauf, die für unterschiedlichste Filter gemacht werden können und ich nehme die mit raus zum Beispiel oder habe die in einem Krisenvorrat oder sonst irgendetwas. Wenn ich jetzt den Spritzgack habe, also den Durchfall, wie du gerade vorher gesagt hast, nicht blutigen, aber so, ja, könnte ich dann das hier einfach essen? An und für sich solltest du nur die medizinische auch wirklich in den Körper einbringen. Was ist der Unterschied? Das frage ich mich nämlich immer. Was ist der Unterschied? Ja, die technische Herstellung ist einfach ganz verschieden und auch die ursprüngliche Substanz, aus der das hergestellt worden ist, ist natürlich eine andere Sache. Man kann auch Aktivkohle aus verschiedenen Sachen herstellen, zum Beispiel aus Kokosnussschalen oder normalem Holz oder irgendwelchen Maisresten, also so diese harten Dinger, die der Mais innen hat oder so. Also da gibt es verschiedene Sachen und je nachdem, ob das dann auch zugelassen wird für den medizinischen Gebrauch oder nicht, ist das dann auch zum Einnehmen geeignet oder nicht. Also es geht um das Ausgangsmaterial teilweise, ne? Ob man es einnehmen darf oder nicht. Und auch um die Verarbeitungsart, weil manchmal werden die auch noch zusätzlich behandelt und da sind dann Stoffe drinnen, die jetzt ungefährlich werden, wenn man Wasser filtert, aber wenn da Säure draufkommt, könnten Magensäure jetzt, ne? Also ich denke jetzt an das Einweichen im Magen bei der ganzen Idee, könnte sein, dass das dann eher nicht mehr so ideal ist. Ja. Okay. Wenn ich jetzt draußen bin und ein Lagerfeuer habe mit Holzkohle und nehme meine Holzkohle, keine giftigen Pflanzen, also nicht ein Eibe einkeizt oder zum Beispiel eine Rubini oder sowas, sondern weiß ich nicht, Eiche, ja, oder Rotbuche. Ja. Und ich mache mir dann nachher solche Teile hier, ja, weil recht groß. Kohle, ja. Was ist damit? Funktionieren die für die Wasseraufbereitung? A. Und B. Was ist, wenn ich die schluck? Ja, also es ist so, die Kohle, die du im Lagerfeuer herstellen kannst oder auch in einer eigenen Kohlegrube, also könnte ja sein, dass du dir das eine eigene Kohlegrube machst, weil du das halt gern ausprobieren willst oder so, das ist nicht vergleichbar mit käuflichem Aktivkohlematerial. Das ist Kohle, die auch die Fähigkeit hat, Stoffe zu absorbieren, aber die Bindungsfähigkeit ist einfach, weiß ich nicht, ein Tausendstel, ein Hundertstel, das kann ich da jetzt leider nicht genau sagen, kommt auch auf den Stoff an, den du verwendest, aber ist einfach nicht vergleichbar. Wenn du sonst nichts zur Verfügung hast und Bauchweh kriegst, kannst du es probieren. In kleinen Mengen aufpassen, dass nicht zu viel Asche dabei ist, weil die Asche ja wieder ein bisschen basisch reagiert und das für den Magen auch nicht so gut wäre. Aber es ist nicht vergleichbar mit einer Aktivkohletablette, die du in der Apotheke bekommst. Weil die Oberflächenstruktur bei diesem kleinen Ding, was wir da gekauft haben, also so aufbearbeitet ist, weil da Leute dran arbeiten, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als das herzustellen, die einfach so mehr Absorptionskraft hat, als das, was ich im Lagerfeuer aus dem Haselstrauch gemacht habe. Genau, ja. Okay. Das heißt, improvisieren ja, aber es ist kein hundertprozentiger Ersatz. Vielleicht fürs Auge, aber wenn ich genauer hinschaue mit einem Mikroskop oder so, dann würde ich es merken und auch in der Variante. Genau. Heißt aber auch, dass wenn ich jetzt das Äquivalent hernehme von dieser Menge hier, ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt ist, das steht jetzt gar nicht drauf, aber egal, dann brauche ich wahrscheinlich bei selbstgemachter Holzkohle aus dem Lagerfeuer, das ich hier zum Beispiel gemacht habe, ja, im Wald,
deutlich mehr. Da kann ich nicht sagen, das sind 200 Liter, die ich damit aufbereiten kann, sondern viel weniger. Möglicherweise eine Badewanne voll oder so, ne? Im Vergleich, ja. Okay. Schon arg eigentlich, oder? Ja, da steckt viel Zeit und Arbeit drinnen, ne? Okay. Ja. Also dieses Aktivkohle ist nicht nur dazu da, damit die Firmen viel Geld verdienen und die bösen Händler, so wie ich einer bin, ja, sondern da ist auch ein Prozess dahinter, der Kohle zu Aktivkohle macht. Genau, okay. Ja. Okay. Was sind sonst so Themen, die dich zum Beispiel erreichen? Ich meine, du kriegst ja auch immer wieder die E-Mails und die Fragen zum Thema Aktivkohle und Wasseraufbereitung. Was gibt es da noch, was wir noch nicht gemacht haben hier jetzt? Ja, ich glaube, wir haben da jetzt eigentlich alles behandelt. Also die Hauptfrage ist eh, wie kann ich Nitrat, Nitrit und Ammonium herausfiltern? Leider nicht. Und die nächste Frage ist sehr oft, wie lang kann ich ihn verwenden? Und warum kann ich ihn nur so kurz verwenden? Das haben wir auch besprochen. Ne? Ja, das sind eigentlich eh die Hauptfragen, die immer zu mir kommen. Genau. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fasse zusammen in ganz, ganz simpel, so jemand, der Chemie eigentlich nie leiden hat können. Wasser ist eine Sache in Survival-Krisenvorbereitung, Bushcraft oder wie auch immer du das nehmen willst, das ist nicht so einfach mit einer einfachen One-Size-Fits-All-Lösung, mit so, mach mal einfach, funktioniert, sondern da muss man was wissen. Nummer 2, Aktivkohle absorbiert, ja, macht auch Vorfilter, absorbiert, aber leider nicht alles. Das heißt, auch so der Gedanke, ich kaufe mir das und dann habe ich alle chemischen Gefahren so eingesteckt, funktioniert leider auch nicht. Das heißt, ich muss das Wasser bewerten, ich muss was wissen, ich muss was verstehen und dann auch verstehen, welche Gefahr mit welcher Wasseraufbereitungsmethode zusammenhängt und funktioniert. Ist das wahr? Genau. Nein, ernsthaft, das ist leider nicht so einfach. Und wir fühlen, wie gesagt, eigene Wasserkurse, wir haben eigene Live-Seminare Wasser und wir haben einen eigenen Online-Kurs Wasser, um dieses Thema ganz einfach in den Griff zu bekommen. Manu, danke schön dafür. Danke auch. Ich mag noch einmal alle auffordern, holt euch das Haltbar-Machbuch. Das ist ideal, nämlich nicht nur Nahrungsmittel haltbar machen, sondern auch Wasser haltbar machen. Da wird auch Aktivkohle ganz intensiv drüber gesprochen. Also schau dir das ganz einfach an. Komm auch auf die Webseite, nämlich da, wo du das Buch kaufen kannst, kannst du eine Leseprobe machen und kriegst auch diese Checkliste Aktivkohle, die Manu jetzt für uns erstellt hat. Ja, sonst bleibt mir nur mehr zu sagen, danke. Falls du da vorbeischauen, billige Eigenwerbung in meinen Shop und sowas überhaupt. Und bis bald, Baba. Ciao. Tschüss.